So, Freunde, willkommen zurück hier bei Aliens Colonial Marines. Das so eine gute Idee war, in der letzten Folge hier reinzufliegen. Wie kommen wir hier raus, Bishop? Winter! Er steckt fest, Reed! Suchen Sie mit Bishop einen Weg hier raus! Kein Marine bleibt zurück, klar? Ihr versucht, die Luftschleuse zu öffnen. Ich versuche, Cruise zu holen. Ich gehe mit O'Neill, Reed und Hicks durch den Wartungsschacht. Uns bleiben noch etwa 8 Minuten, dann verlassen wir Atmosphäre. Halt! Keine Diskussion! Los! Verstanden. Los, weiter! Wie geht's Ihnen da drin, Captain? Ein Magazin mehr gut. Wir haben 8 Minuten, Sir. Ich werde Sie da rausholen. Sind Sie verrückt? Winter, hauen Sie ab! Bishop, die Königin ist mit uns hier im Hangar. Sind gleich da. Machen Sie sich unsichtbar, Winter. Guter Plan. Königin. Ich kann die Tür nicht öffnen, wenn sie noch da drin ist, Winter. Wissen Sie, wie der Frachtabwurf funktioniert? Damit kann man Fracht im Flug abwerfen. Bin ganz Ohr, Bishop. Sie müssen den Frachtabwurf zurücksetzen, bevor Sie ihn benutzen. Die automatische Ausrichtung wurde bei dem Unfall zerstört. Das müssen Sie manuell machen, Winter. Habe verstanden, Bishop. Schaffen Sie es, bevor Sie den Hebel betätigen. Ich hasse Königin. So, kriegt die uns hier? Wow! Nee, die kriegt hier nicht durch, oder? Oh, ist das nicht traurig, das Bild. Das wäre jetzt ein bisschen einfach, die hier zu erledigen, ne? Nimm's zurück. Hi, hübsche. Ich glaube, das Einzige, was wir machen, ist Munition loswerden und mehr nicht. Manuelles Zurücksetzen 2. Ja, das wird nichts bringen. Die wird keinen Schaden nehmen. Scheiße! Wie konnte das denn jetzt passieren? Ast rein! So. So, nur manuelles Zurücksetzen 3. Dann mal los. Scheiße. Da ist jetzt nicht gerade so gut. So, jetzt ist er da. Wenn wir jetzt hier rüberlaufen. Lauf schon! Wo ist sie? Gut. Na, hübsche. Bisschen blind ist die ja, ne? Aber gut. Soll sie halt da rumkriechen und rumwühlen, wie sie lustig ist. So.
Oh oh. So, sich mal wieder in Sicherheit hier. Frachtabwurf öffnen. So, versuchen wir sie mal hier hinzukriegen. Okay, geschafft. Der ist noch für dich. Wo denn? Shit. Ich weiß nicht wo. Da in der Mitte, okay. Wo ist sie? Okay, die braucht schon ganz schön lange, ne? Jetzt müssen wir sie mal wieder ein bisschen umlotsen. Okay. Komm mal hier hin. Wobei, wir müssen sie einmal da hinten hinkriegen. So, laufen wir hier mal kurz rüber. Oh, fuck. Keine gute Idee. Ich weiß nicht, wo dieser verdammte Frachtabwurföffner... Ach, hier. Aber... Nein! Und jetzt müssen wir das wieder zurücksetzen, alles. Herrlich. Okay, diesmal ein bisschen schneller. Okay, lassen wir uns doch noch ein bisschen Zeit. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Das tut mir leid. So, komm mal her hier, Hübsche. Ist auch nicht ganz helle, ne? Hier. Jo, danke. Nein, hier. Okay, jetzt. Immerhin hat es raus. So, dann laufen wir hier mal rüber. Hey, Spatz, komm mal rüber hier. Genau da. Oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Okay. So, einmal müssen wir noch. So, da vorne. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu doof von uns. Oh. Geklappt, sehr gut. Schätzchen, hier rüber einmal. Und tschüss. Blöde Sau. Nein, das ist doch ein Witz. Ach, Cruise wird der tragische Held. Das finde ich gut. Roger, Sir!
Terminal deaktiviert. Motor läuft. Fehler, Captain. Schauen wir mal. Oh, dieses Teil fliegt. Echt schön. Und ja, es fliegt ganz gut. Und ich hoffe mal, die kann nicht fliegen, die Königin. Ist das wirklich alles passiert? Auf, Schneider. Hinter dieser Tür ist Michael Wayland. Der Grund, warum wir alle hier sind. Der Flugschreiber der Sulaco ist verloren. Wei Yu hat alles in dieser Einrichtung vernichtet. Wir brauchen ihn lebendig und wir brauchen alles, was er weiß. Verstanden? O'Neill, ich brauch dich, Kumpel. Wir kriegen diese Kerle. Halt, stopp, stopp! Bevor ihr mich erschießt, wartet! Haben Sie überhaupt eine Ahnung? Wissen Sie überhaupt, was Sie anrichten? Bitte, bitte tun Sie das nicht. Ich bin nur das Gesicht des Unternehmens. O'Neill, überlegen Sie sich, was Sie tun. Hab ich. Wir haben Sie, Kumpel. Nimm die Waffe runter. Kann ich nicht. Irgendwer muss büßen. Für Cruz. Für Keys. Für alle, die wir verloren haben. Für sie. Muss ich erst ihren Namen nennen? Wenn jemand ihren Namen sagt, schieße ich ihm den Kopf weg. Das schwöre ich! Bitte schießen Sie mich. Reden Sie nicht mit mir, Sie Dreckskerl! Darf ich Ihnen etwas sagen? Bishop, gehen Sie mir gefälligst aus dem Weg. Nein. Ich bin doch bestimmt Brüder. Wenn Sie mir nicht aus dem Weg gehen, schieße ich Sie über den Haufen. Das werden Sie nicht, denn Bella würde das nicht wollen. Ich habe gesagt, nicht Ihren Namen! Bella. O'Neill, schießen Sie! Hicks, was? Was soll das, Mann? O'Neill, Sie sollen ihn erschießen. Das ist der Plan. Treten Sie zurück, Corporal! O'Neill, tun Sie es nicht. Danke, dass Sie es nicht getan haben. Oh. Oh mein Gott. Ich hab gerade euren Gott erschossen. Wir brauchten ihn! Seht genau hin. Das war nicht der echte Wayland? Nein, Corporal. Aber woher haben Sie gewusst, dass er nicht der echte war? Wir sollen also rausfinden, was er wusste? 13 Wochen und 4 Tage lang war ich in ihrer Gewalt. Stundenlange Folter. Immer wieder und wieder. Manchmal dachte ich, ich stehe es nicht durch. Aber wenn man nur zu zweit in einem Raum ist, merkt man, wenn der andere nicht atmet. Warum ließen Sie ihn nicht am Leben? Weil er euch alle bei der ersten Gelegenheit getötet hätte. So funktionieren die. Bishop? Ich kann alle seine Daten herunterladen. Das ist ein Sondermodell. Wir könnten Glück haben. Was brauchen Sie, Bishop? Macht Platz und bringt mir ein Skalpell. Ist das gefährlich? Mein Gehirn ist verkabelt. Blöde Frage, Entschuldigung. Sind Sie bereit, Bishop? Ich bin schon beim Herunterladen. Einen Moment, Winter. Das funktioniert? Das funktioniert. Woher wollen Sie das wissen? Wir haben also auch ein Mädchen verloren. Ja. Ich auch. Es muss funktionieren. Bishop, sind Sie in Ordnung? Sagen Sie mir, dass wir etwas haben. Irgendetwas. Wir brauchen echt einen Erfolg. Wir haben alles. Game over. Gearbox Software. Also Freunde, wir haben es geschafft. Die Königin ist gestorben, aber der Feind ist eigentlich noch auf freiem Fuß. Also ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal bei meinen anderen Let's Plays, wie zum Beispiel Dead Space 3 reinschaut oder auch den neuen Let's Plays, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten kommen. Und ja, ich glaube, wir brauchen uns jetzt nicht alles angucken. So, Mission 11 zu Hause haben wir abgeschlossen.
Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich werde es eventuell auch nochmal, wenn es die Zeit es zulässt, weil ich jetzt in Kürze auch umziehe, werde ich dann auch nochmal in den Multiplayer reingucken. Wenn er gut ist, dann zeige ich ihn auch nochmal. Wenn nicht, dann vielleicht auch. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mir treu bleibt, wenn ihr mir ein Abo gibt und bei den anderen Let's Plays mal reinschaut. Wenn euch die Folge gefallen hat, dürft ihr natürlich auch einen Daumen hoch machen. Ansonsten sehen wir uns in einem anderen Let's Play. Bis dann.